Tagung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Eins, zwei, drei. Jetzt probieren wir es nochmal. Okay. Jetzt scheint es zu funktionieren. Alles gut. Das kommt davon, wenn man seine Technik noch nicht so ganz im Griff hat am frühen Morgen. Okay, wir sind wieder da. Wollte ich nur mal so nebenbei bemerken. Ist die Nacht zu schnell, am Ende sprechen Augenringe Bände, doch mit Kaffee in der Hand wird die Müdigkeit verbannt. Und genau der hat noch gefehlt, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Nee, Quatsch, mein Headset war wohl noch mit Lore verbunden. So, und darum werden wir uns jetzt nämlich mal kümmern. Um ganz kurz, oder um es relativ kurz zu machen, dieses Bild, was wir heute Morgen hier haben, ich glaube, die Auflösung ist verdammt schlecht geworden hier. Das heißt noch nicht, dass es heute funktionieren muss. Aber das Bild, was wir hier haben, dieses Abprallen an so einem Zielbereich, schnurstracks hier runter und diese Kerze, diese hier, wenn die hier runterspiked, genau an die Kante, ist es ein ziemlich sicheres Zeichen für die, die jetzt im Seminar gewesen sind, wo wir uns ja genau diese Sachen mal ein bisschen genauer angeguckt haben, ist es ein ziemlich sicheres Zeichen, dass nach so einer Kerze noch so ein kurzes nachlaufendes Tief kommt, die eventuell nochmal bestätigt, vielleicht sogar ganz kurz durchgeht und dann abdreht. So eine Volumenkerze hier, da müsste man sich jetzt mal den Future-Chart dazu ziehen und mal gucken, was da für ein Volumen drin gewesen ist. Das stinkt regelrecht danach, dass hier eine ganze Masse abgewickelt wurde. Spricht eine klare Longsprache. Und die klare Longsprache sprechen wir ja schon seit gestern. Allerdings noch nicht mit dem Dampf, den wir gerne drin hätten. Der hat nachher sehr schnell wieder nachgelassen. Wir haben mal eine Frage nebenbei, wo ich hier so ein bisschen im Chart rumpule. Für die Jungs, die im DAX mit mir unterwegs waren oder mit uns unterwegs waren im Seminar in Lohr, wer ist denn noch dabei? Oder teilt mir doch mal nebenbei eure Ergebnisse mit. Bitte. Ich vergaß. Danke, Sigi. Upp. Was haben wir vergessen?
Termine, Wirtschaftskalender. Aber das war's dann auch für heute. Heute Abend Sitzungsprotokoll. Heute Abend Sitzungsprotokoll. Ich werde nachher mal eine Mail rausschicken. Und dann könnte man überlegen, ob wir vielleicht heute Abend ein Webinar machen zum Sitzungsprotokoll. Der Tag heute wird ein bisschen durchwachsen. Wir gucken uns trotzdem heute früh zwei Sachen an. Also gestern, das Setup, was gestern kam, als ich gesagt habe, hör auf, wir sollten in diesem Bereich hier genau an dieser Linie, guckt euch die genau an, das ist im Stundenchart, zeichnet euch die selber genau ein. Diese Linie, die hier hochlief, die sollte nach Möglichkeit gestern kurz verletzt werden, was er hier auch gemacht hat. Ich muss gleich mal gucken, ob ich das geschrieben habe. Aber um 9 hat er genau diese Linie verletzt. Und dann sollte das Ding eigentlich nach oben katapultieren. Schweres Wort. Erschwerend kam dann dazu, guckt bei uns in den Blog unter ufbas.de. Der ein oder andere hat da gestern seinen Kommentar dazu geschrieben. Auch unser Peterle hat dazu seinen Kommentar geschrieben, dass er long gehen wollte oder long gegangen ist. Ich habe mir gesagt, ich warte auf das nachlaufende Tief. Und dieses nachlaufende Tief hat ein bisschen auf sich warten lassen, aber es war da. Hier haben wir das Tief 1.1343 und hier haben wir das Low 1.1335. Das ist genau das, was ich immer meine. Da soll er nochmal hinterher. Da unten schön abräumen und auf geht's. Jetzt fehlt nochmal irgendwie so ein Schwung. Wir gucken mal ein paar Tage zurück, wie sowas eigentlich aussehen soll. Und wenn wir uns jetzt mal das Bild angucken, dass hier die Flagge hier ist bloß länger, dann der Ausbruch, dann der Rücklauf und dann fing das Ding richtig an zu rennen. Die hier ist ein bisschen kürzer. Da, da, hat die ganz kurz durchschossen, hatte hier auch, kurz hoch, ein Anlauf und dann sollte das Ding anfangen zu rennen. Entweder jetzt, ansonsten spätestens heute Abend. Ich will euch nicht in eine Long-Position locken, beim besten Willen nicht, sondern ich will euch ein großes Achtungszeichen und ein großes Alarmzeichen auf die Stirn tätowieren. Ufbas bei Short. Das ist mein Job. Da tief angelaufen, auf geht's, wie ich Peterle kenne, ist er long. Wir sind schon seit gestern long. Wir haben es 7:59, in 10 Sekunden kommen die Zahlen. Wer hier long ist, sollte hier drunter jetzt den Stop legen mit einem bisschen Luft. Wir müssen mit einem nachlaufenden Tief rechnen, ein kurzer Spike nach unten einmal kurz durch. Entweder kein Spike, dann schießt das Ding ab wie Schmidts Katze oder es wird eben ein richtiger Spike und auf geht's. DAX öffnet mit einem Abwärtsgap. Wie weit runter sollte der Stop gesetzt werden? Ja. Zwei, drei, vier Punkte. So, der DAX macht das, was er soll. Wir haben gestern geschrieben, wir sollten den Bullen heute ein bisschen Luft gönnen. Wir haben am Freitag angefangen zu shorten und am Montag haben wir extrem nachgelegt. Am Montag im Seminar haben wir die Position nachgelegt. Mittags um 14 Uhr haben wir die nochmal aufgestockt und haben das Ding fallen lassen. Wir haben am Montag bei 9.942 angefangen zu shorten. Das gucken wir uns aber heute Nachmittag an. Wir haben das Ding laufen lassen. Ziel 9.3. Euro-Position ist raus.
Erstes Ziel 9,4, dann 9,3. Am Montag war unser Ziel 9.782, aber auch das gucken wir uns heute Nachmittag an. Dann die 9,6, dann die 9,5, die hat er gestern geholt. Die 9,5 hat sich aber gestern erst aus dem Chartbild ergeben. Der Bereich 9,5 bis 9,550, der hat sich erst gestern aus dem Chartbild ergeben. Jetzt sollte er nochmal Luft holen bis zur 9.750, um dann abzuklatschen und sich die 9,3 zu holen. In der Regel ist so eine Woche, so wie diese Woche, ist dann in der Regel den Bullen vorbehalten. Reiner Bullentag. So, das ist in der Regel so. In so einer shortigen Woche haben die Bullen in der Regel die Hand vorne oder sind die in der Regel vorne. Heißt, für den weiteren Verlauf im DAX diese Woche, heute der Bullentag, der Trendwechsel, das heißt jetzt zwei Tage shortig, das hat ja auch gelangt von der 9.942 bis zur 9.515. Ungefähr, je nachdem, welchen Broker ihr gerade ärgert. Und jetzt kann es ungefähr um die Hälfte korrigieren, was heute im Laufe des Tages passieren kann. Alles kann, nichts muss. Bis zur 9,57 ist das Korrekturlevel, dort verläuft auch eine Linie. Und dann könnten die Jungs heute Abend mit dem Protokoll die ganze Kiste drehen und den Jungen abschmieren lassen Richtung 9,3. So, ja, 3-4 Punkte Luft. Es ist schwierig bei solchen Sachen, bei so einem Vorspiel hier, bei so einem Vorlauf, dann nach Euro pro zu handeln. Das ist jetzt die Kunst, das jetzt abzuwägen. Da ich aber von Short-Position absehe, aufgrund der übergeordneten Lage, müssen wir uns jetzt hier durchwursten. Je nachdem, an welcher Stufe ihr seid. Hier hätten wir jetzt ganz klassisch Wer hier jetzt ein Euro pro Setup vermutet, der erste Punkt, nehmt eure Folien, die ihr im Seminar in die Hand gekriegt habt. Die erste Folie heißt, haben wir übergeordnet einen Trend. Ganz übergeordnet haben wir keinen klaren Trend und selbst im übergeordneten Chart ist es schwierig. Und dann passiert in der Folge das, was hier passiert. Jetzt gerade. Also der Euro könnte doch bis 1,1240 fallen. Gucken wir uns gleich mal an. Du hast öfters auf was von SDAX beschrieben. In welchem Zusammenhang steht zum DAX, der gehandelt wird, beziehungsweise welche Wirkung hat dieser drauf? Welche Auswirkungen hat dieser drauf? Die Frage, die markiere ich mir jetzt mal an. Dann kommen wir da gleich mal drauf. Das erkläre ich gleich mal, warum ich das mache. Na, Europro gibt es aber doch kein Long-Signal. Nee, wer nur, sag ich mal, in Gänsefüßchen nur Europro handelt, der hat kein Long-Signal. Wer nach Zielbereichen handelt, hat ein Long-Signal. Ich weiß, das bringt euch jetzt ein bisschen durcheinander, aber dafür haben wir die Kombination. Wenn es nach Europro nichts zu tun gibt, gibt es oft nach Zielbereichen was zu tun. Wer diese Situation nutzen will hier, und die in der Hoffnung auf die 1,1350 unten zu kommen, das sind 13 Punkte, dann könnte er das rein theoretisch probieren. Aber dann hätte er jetzt unter der letzten blauen Kerze, die da gerade war, nämlich genau bei diesem Kurs, direkt reinschorten müssen, um den Stop auf die 70 zu legen. Und dann hat er unten das Ziel bis zur 56
erstmal eventuell bis zur 53. Das wären 10 Punkte und Minimum 5 Punkte Stopp, CRV 2:1, aber dann mit einer kleinen Position. Wir stellen uns gegen den Haupttrend. Thorsten, ist deine Rechnerzeit synchronisiert? Meine Kerzen sehen anders aus. Ja, Entschuldigung, ich weiß, Wasser predigen und Wein saufen. Ne? Ich habe meinen Rechner heute früh nicht neu gestartet. Was mache ich jetzt zu meiner Schande? Ich lasse euch warten. Ganz einfach. Ich ziehe jetzt meine aktualisiere meine Nee, machen wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt mal damit leben. Sonst muss ich jetzt die Plattform runterfahren. Ich habe ein Problem mit Windows 10. Mein Rechner hat sich automatisch über Nacht auf Windows 10 aktualisiert. Und jetzt habe ich das Problem, ne, müssen heute mal mit der falschen Zeit von mir leben. Ich muss das morgen früh erst neu einrichten, okay? Wer ist MS Nikolaus? Ich würde den, ach so, okay, ja, die wissen sowieso alles. Alles, was von uns zu euch kommt, Nikolaus, das beschleunigt ihr doch noch im Kebel und jagt das dahin. Also, hier die Short-Position, die blenden wir aus, beziehungsweise fahren die ziemlich weit runter, weil wir haben nur Luft bis da unten hin. Bis zur 55, eventuell bis zur 51, bei der 51 müssen wir auch bei der 53 raus. Wenn wir bei 64 einsteigen und bis zur 53 haben wir 10 Punkte, hätten wir diese Kerze hier genau unter dem Zielbereich greifen müssen. Und der Stop muss über die 69, muss auf die 71. Bei 64 rein, 71, 7 Punkte. Und wir haben nach unten, haben wir 10. CRV ist nicht das Beste. Kann man machen, aber bitte nur mit einer ganz kleinen Position. Ja, die dickeren Zielbereiche haben auch eine dickere Wirkung. Ist so. Deswegen sind die dicker gezeichnet.
Was in den Zielbereichen ist, ist völlig Banane. Die farbig oder, ich sag mal, so bräunlich oder so gezeichnet sind, haben eine größere und eine stärkere Wirkung als die dünnen blauen oder grauen. Das ist wie im richtigen Leben. Eine Frau, ihr kennt das, die dickeren Männer haben eine größere Wirkung als die dünnen. In welcher Form auch immer, ob nur positiv oder negativ, ist ja eigentlich völlig Banane. Wir gucken uns den hier mal an. Und der fächert sich gerade so ein bisschen auf. Da halten wir das tief. Ich weiß, dann wird es wieder Messi-Chart, aber ist mir doch egal. Und wenn wir die beiden hier miteinander verbinden, wenn wir die beiden tief hier auf den Punkt genau verbinden, die beiden Punkte, dann sehen wir, dass er hier gestern genau diese Nummer geholt hat, da. Hier ganz kurz durchgespiked, direkt wieder drüber geschlossen. Mit der Kerze auch das letzte hoch und hiermit auch das letzte, das Tief hier bestätigt. Und jetzt dürfte er sogar nochmal hierher an die 53. Er dürfte sogar nochmal ein nachlaufendes Tief machen, um die ganzen Bullen, die er hier reingelockt hat, nochmal rauszukegeln, um denen was an die Backen zu hauen. Die direkt wieder rauszuschmeißen, um dann abzuheben, nach oben durchzudrehen. Das sind Sachen, die kann man vielleicht aus dem Chart lesen, wenn man schon mal den einen oder anderen Tag im Chart verbracht hat. So, und dann kann man so eine Sachen rauslesen, aus so einem Verhalten lesen. Deswegen bin ich eine Short-Position gegenüber skeptisch. Wir müssen jederzeit damit rechnen, dass er genauso eine Kiste macht wie gestern. Guck mal, in der ganz kurzen Bewegung ist er von 1,1338 oder so gelaufen bis fast 1,14. Sorry, ich bin über 50. Meine Tablettenkiste wird morgens immer größer. Seitdem ich im letzten Seminar ja auch noch einen Arzt gehabt habe, ist die noch größer geworden. Eine Pedale? Ja, deine Charts sehen inzwischen auch immer so aus. Ja, das ist so. Wenn man einen Chart arbeitet, dann wird das genau so eine Nummer, die sich dann ergibt. Das langt aber hier inzwischen. Mehr brauchen wir nicht. Wir können uns die letzte Nummer nochmal rausziehen, um die Gesamtbewegung zu nehmen. Ich will euch ja nur ein paar Beispiele erzählen. Ich will hier nicht zu viel erzählen, sonst stehe ich in einem Vierteljahr alleine da, ne? So. Und wer weiß noch, was wir jetzt im Seminar gemacht haben? Was haben wir uns als Grundlage genommen für die Ziele? Fragen wir doch mal einen von den Seminarteilnehmern, die dabei waren. Wie haben wir uns die Ziele rausgeholt? Ja. Und gucken wir mal, was gehen kann. Ja, das Ziel im DAX, das wir uns rausgeholt haben, René, haben wir uns anders erarbeitet. Also werdet ihr eine Aufzeichnung sehen.
die ich hier gerade nebenbei konvertiere. So. Und jetzt sehen wir nämlich auch, wie er sich hier langsam einkeilt. Guck mal hier, fast eine Punktlandung. Beide Tiefs. Da, und jetzt nochmal ganz kurz hier aufgesetzt. Noch nicht ganz. Jetzt muss ich da ganz schnell was gucken. Da. Punktlandung auf unseren Zielbereich. Volle Granate, direkt. Wer hängt in der Short-Position? Okay, dann gehen wir mal darauf ein, da es ja ein paar sind. Wer in der Short-Position hängt? Also erstmal gehört der Stop-Break-Even. Das heißt noch lange nicht, dass das nicht funktioniert hier. Ich bin bloß mit der Positionsgröße bei solchen Sachen vorsichtig, wenn der übergeordnete Chart eine andere Sprache spricht. So. Arbeit mal ein bisschen für euch. So, Rücklauf bis 62 möglich. Wenn man hier reingekommen ist bei 64, gehört der Stop auf jeden Fall auf Break-Even. So, wer bei 62 reingekommen ist, sollte hier unten in diesem Bereich eine 51 plus Brett, also 53, 54 drüber nachdenken, glatt zu stellen. Ich persönlich lasse es draußen. Ich weiß, ich fahre da jetzt so eine Kombination aus übergeordneten Charts und untergeordneten Charts, aber das mahnt mich zur Vorsicht. Ich will das, will nicht morgens mit Gewalt einen an die Backen kriegen. Und schauen wir uns mal den Spaß hier an. Ich muss euch ja recht geben. Trenddefinition ist da, die Abwärtstrenddefinition. Ja, das ist eben Community. Ich lerne auch bei euch. Danke. Die Punkte gehen mir jetzt heute durch die Latten. Muss ich mich verbessern. Regelwerk heißt, habe ich übergeordnet einen Trend? Ja. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Diese Korrektur geht Kerze 7.55 Uhr. 7.55 Uhr. Das dürfte genau dieser Bereich sein hier. Das ist die Korrektur. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Und die sollte mit dem, das letzte Tief der Aufwärtsbewegung sollte gebrochen sein mit Musik. Das hat er hier gemacht. Musik haben wir auch. Und dann in die Korrektur und dann sollten wir handeln. Wenn die Zielbereiche nicht so gebremst hätten, sauberes Setup. Sorry, mein Fehler. Und vorher sogar Alarmsignal Long aufgehoben und Short direkt darüber gesetzt. Saubere Nummer, auf jeden Fall von der 64 bis zur 55. 6, 7, 8 Punkte hätte man, könnte man da rausholen. Die, aber ich würde jetzt auch hier unten dann die 6, 7 Punkte gut sein lassen. Entschuldigung, mein Fehler. Vielleicht mache ich dafür heute Abend News Trading. Vielleicht. Entscheiden wir heute Nachmittag. Wir wären... Aber wer jetzt noch Short ist, verpasst die Long-Position. Genauso sieht das aus. Also, guckt heute Mittag, ich kann das erst heute Mittag entscheiden, guckt heute Mittag bitte in euren Mail-Account, wenn, dann werde ich das Webinar heute Abend kurzfristig ansetzen,
beziehungsweise heute im Nachmittagswebinar bekannt geben, ob wir heute Abend was machen oder nicht. Richtet sich auch ein bisschen nach dem Markt. Vor allem behaltet heute Aufpass im Auge, wenn wir eine Position setzen, werden wir die dort kommunizieren. Ich werde auf einem Konto anfangen, hier eine kleine Long-Position zu platzieren. Hier. Bereich 1,1350. Stops gehören auf die 1,1320. Vielleicht sogar noch tiefer. Behaltet dafür Aufpass im Auge, dort werden wir diese Positionen genau kommunizieren. Long-Ziel, wird das wirklich wissen? Also für die, die zwei Konten haben oder die bereit sind, dann auch zu hedgen. Richtig, Thomas. Aufpassleser wissen mehr. Genau so sieht das aus. Der Thomas ist schon so aufmerksam, er ist ja eigentlich Polizist. Und ein Polizist, der gibt ja eigentlich Acht. Aber Thomas ist das schon beängstigend. Der ist so ein guter Polizist, der passt so gut auf, der gibt nicht nur Acht, der gibt schon 16. So ist es. Ziel sollte im Bereich 1,17 sein. Aber da diese groben Analyse geben wir uns heute Nachmittag hin. So, die Nummer hier, Spike eventuell noch runter, 1,1350 und dann sollte hier Schluss sein. Um das übergeordnete Szenario nicht zu gefährden, die Stunde, unseren Stundenchart nicht zu gefährden, da ist er jetzt drauf. Wer sich in diesem Bereich hier, da an diesen Zwischentiefs oder so, wer sich hier irgendwo eine kleine Long-Position holt, wir sind bei 1,1350 bis 1,17 haben wir 350 Punkte Luft, das heißt, man kann hier klein anfangen und dann oberhalb nach Euro pro aufstocken. Macht auch immer Spaß. Wer hier anfängt, Stops müssen hier drunter und das sogar mit ein bisschen Luft. Denn erst hier drunter ist das Setup hinfällig. Also ich würde meinen Stop irgendwo bei 1,1320 platzieren. Da kam die Frage auf, du schreibst ja manchmal vom FDAX. Der Hintergrund ist, dass der FDAX einen anderen Preis hat. Der FDAX läuft in der Regel 30, 40 Punkte vorne weg oder 30, 40 Punkte hinterher. So, jetzt reden wir von einem Ziel, sagen wir jetzt mal nach oben, von 9.750. Der FDAX rennt 30 Punkte vorne weg. Das heißt, nur mal um eine Zahl zu nennen, wenn wir jetzt hier einen Preis haben von 9.620, ist der FDAX schon bei 9.650 oder 9.660. Und dann wissen wir nicht genau, welcher rennt jetzt wohin. Durch die markanten Marken, da viele das auch vermischen und der ja unterschiedlich hinterher rennt, beobachte ich immer, wenn wir jetzt sagen 9,57, gucke ich jetzt nach, ist der FDAX an 9,57, ist der vorne weggelaufen und ist schon da, geht mein Stop-Break-Even, weil ich nicht weiß, ob der eventuell schon da dreht und der CFD gleich hinterher rennt. Deswegen habe ich den FDAX im Blick. Nehmen wir mal den Vergleich. Der ist jetzt im Moment bei 9.620 und hier sind wir bei 9.583, sind wir 37 Punkte vorne weg. Langt das als Erklärung? Gut. Bin jetzt noch nicht davon ausgegangen, dass du das verstehst, aber
Soll ja Polizisten geben, die sowas verstehen. Ja, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht angewendet und angewendet ist noch lange nicht richtig angewendet. Er läuft in der Regel vorne weg und der CFD läuft in der Regel hinterher. So wie bei euch mit den Verbrechern. Die laufen ja auch immer vorne weg und ihr lauft hinterher. Ne? Stell dir einfach vor, der Dieb ist der Future. Das soll jetzt nicht heißen, Diebe sind unsere Zukunft. Und der Dieb ist der Future und du bist der CFD. Und dann kommt es drauf an, wer ist schneller? In Bildern denken. Gefällt mir gut. Jetzt rennt der Dieb vorne weg, jetzt kommt der irgendwo an der Mauer und muss umdrehen, muss früher zurück. Weil er an der Mauer angekommen ist, wo er nicht rüberkommt. Und ein normaler Polizist, der fängt den ja nicht auf dem Rückweg ab, sondern ein normaler Polizist, der läuft ja an die Mauer hinterher und dreht dann auch um, weil der Dieb das auch gemacht hat. Und ein kluger Händler. Genau. Schöne, schöne Bildgeschichte. Ein nicht so intelligenter, der rennt genauso wie der Mauer, genau, versucht genauso bis zu der Mauer zu rennen. Der Dieb kommt ihm entgegen, der prallt an der Mauer ab und rennt zurück. Und der nicht so kluge Polizist denkt, okay, bis zur Mauer müssen wir alle, dann rennt er auch dahin. Und jetzt ist der Dieb aber wieder weg. Und der kluge Händler, der fängt den Dieb auf dem Rückweg ab und sagt, haha. Dich fange ich doch hier ab und renn da schon mal ein Stück mit. Renn du doch alleine an die Mauer. Ich fange dich hier ab und dann kannst du mich mitnehmen. Genauso. Ja, du schaust zu viel Tatort, genau. Nein, ich denke in Bildern. Dann verstehe ich Börse besser. Du aus der Rhein-Neckar-Region musst doch wissen, wie das ist, wenn man irgendwas schwer versteht mit. Und ich habe ein Friesenhirn, verstehe es genauso schwer. So, deswegen habe ich den FDAX. Den FDAX aber auch nur im Blick. So, den, ups. So, komm, wenn jetzt ein Spike durch hier runter in den 50er Bereich, dann hätten wir auch unser nachlaufendes Tief von der 55 bis zur 50. Ich beobachte die Umsätze im FDAX bei bestimmten Voluminas. Das heißt, wenn er so einen Spike macht, so wie gestern Abend, dann gucke ich mir da das Volumen an. Wenn er so ein Volumenspike war, weiß ich genau, das Ding bremst. So wie gestern Nachmittag. Einmal nach unten und dann auch nach oben. Gestern Nachmittag gegen 4 ungefähr hat mir genau so ein Volumenspike nach oben. Da haben wir es schon. Ja, das nachlaufende Tief, nicht tief genug gelaufen und schon fängt das Ding an zu rennen. DAX, wie gesagt und wie gestern auch geschrieben, den Bären gönne ich heute eine Bullenpause. Mal gucken, was die Bullen heute so an Optimismus auf die Stirn geschrieben kriegen. Wir müssen damit rechnen, dass er bis maximal, also die 9,6 dürfte nach oben den Widerstand darstellen, 9.600, 9.620, das war vorher die Unterstützung nach unten, aus Unterstützung werden Widerstände, das dürfte nach oben Widerstand sein, und wenn wir den Widerstand nach oben haben, dann haben wir den nächsten Maximal bei 9,57. Bei 9,57 dürften schon
ein paar Verkäufer in den Markt locken und die ersten, die dort oben short gegangen sind, vorgestern, die dürften auch dort oben nochmal abgeholt werden. Das heißt, wir müssen auch da oben über der 9,57 mit einem Volumenspike oben drüber rechnen. Also erster Volumenspike 9.620 ungefähr bis 9,650. Der kann passieren, dann heißt es aufpassen, gucken, ob das Ding nach unten abdreht und ansonsten, wenn er da oben durchgeht, nicht nur einen Spike macht, sondern da oben durchläuft, fertig, dass wir Richtung 9.750 laufen. An der 9.750 das Verhalten angucken, ob er dort auch durchspiked, nur einen ganz kurzen Spike macht und dann umdreht, dann ist man shortig auf der sicheren Seite und dann sollten auch sogar diese Woche noch 9.400 oder 9.300 kommen. Sollten die Jungs im Amiland heute sogar ein bisschen was ganz Gutes erzählen, dass der DAX nur ganz kurz mal seine gestreifte Nase aus dem Bau hält und dann kommt so ein Bär und zieht ihm fürchterlich zwei Krallen über diese Ledernase da, dann könnte sogar durchaus passieren, dass er direkt eine geballert kriegt. Und wenn die 9,3 unten keine Unterstützung darstellt, obwohl dort unten eine Menge Kaufpotenzial liegen dürfte, wenn das aber nicht langt, wenn die Bullen da unten nicht genug Kraft gesammelt haben, dann kommt vielleicht sogar unsere lang ersehnte 8,3. Wir werden sehen. So, meine Short-Position von Montag ist raus. Und ich suche mir jetzt dort oben eine neue. Soweit alles verstanden, dann guckt ihr nämlich heute bitte schön auf ufbas.de, da schreibe ich den Artikel dazu auch gleich. Auf ufbas bitte im Auge behalten. Dort werden wir auch unsere Euro-Position begleiten, die hier in diesem Bereich gestartet ist. Ich weiß, Peterle ist auch bei 1,1350 irgendwo long gegangen. Nämlich nach dem nachlaufenden Tief von gestern, was wir uns gerade im Stundenchart angeguckt haben. Wenn da irgendwas unklar ist, schreibt es euch bitte auf. Dann gehen wir heute Nachmittag nochmal darauf ein, wo wir ein bisschen genauer analysieren werden, wenn ihr Bock dazu habt. Und wer seine Analyse fertig hat und selber für sich analysiert hat, kann mir bitte einen Gefallen tun, kann mir seine Analyse schicken, dann pflücken wir die heute Nachmittag auseinander. Wir sind eine Community und für jede Unterstützung bin ich dankbar. Das spart mir einen Haufen Arbeit. Umso mehr kann ich reden. Vor allen Dingen kann ich über euch reden, nicht immer über mich. Wie heißt immer schön, rede nicht über dich, das tun wir, wenn du weg bist. Ralf D. aus dem wunderschönen Erfurt. Ich habe dir vorhin per Mail eine kurze Anfrage geschickt. Ich habe noch ein paar Bilder rausgesucht, die ähnlich sind wie das, was ich dir schon mal geschickt habe. Vielleicht kannst du da einmal durchflügen und einmal gucken, welches qualitativ da am besten zugeeignet ist. Du hast da einen viel besseren Blick für als ich. Und mir vielleicht eine Empfehlung gibst, was vielleicht gehen würde für den Zweck, den ich damit, oder für das, was ich damit bezwecken will. Dann würde ich nämlich die ganze Geschichte so machen. Ich würde allerdings das Bild dann auf 1 Meter Höhe irgendwie machen und vielleicht wiederholen lassen oder 2 oder 3 Bilder davon aneinander hängen und das nur auf 1 Meter Höhe. Aber können wir auch gerne am Telefon kurz bereden, wenn ich hier fertig bin. In diesem Sinne verkrümel ich mich jetzt hier, behalte den Terminkalender im Auge, falls wir heute Abend um 19.45 Uhr noch uns zu den News zusammentun sollten. Ich bin dann erstmal weg, bis heute Nachmittag. Veröffentlicht ihr noch das Nachmittagstrading vom 31. Oh, habe ich das vergessen? Dann tue ich das noch. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag, dann veröffentliche ich das gleich noch, bis heute Nachmittag, wer dann auch dabei ist. Tschüss, tschüss und moin, moin, euer Skype-Trader Thorsten. Tschüss, tschüss.